So, wir sind auf dem Weg zur Kathedrale, um dort dreierlei Dinge zu tun. Zum einen wollen wir das Templar-Computersystem anzapfen, um eine Heilung für den grauen Tod, für diese Seuche zu finden. Wir wollen immer noch Morgan Everett kontaktieren, was wir eigentlich schon getan haben, dachte ich. Und wir wollen das Gold stehlen der Templar, das sich bestimmt irgendwie im Keller oder so befindet. Ah, Wasserwege. Was sagt unsere Karte dazu? Dieser Wasserweg führt ja... Ich schätze mal, der führt... Ach so, der führt bestimmt zu dem Old Well hier. Dann haben wir hier den Eingang, wo dieser Bot vorne dran ist. Das ist unter dem Turm hier. Das ist auf der Karte drauf. Das ist dann hier dieser Bogen, ne? Ja, ich schätze doch. Das mit dem Old Well kämen wir direkt dort raus. Aber ich schaue erstmal beim Main Entrance vorbei. Auch als schleichender Mensch muss man sich da erstmal ein bisschen umschauen. Never mind. Wasser klingt super. Hilfe? Es gibt hier keine Atemluft. Ich gehe schon mal gerade zurück. Ich bin mir gerade noch nicht hier umschauen. Wenn wir Regeneration anmachen, sterben wir dann langsam. Da ist ein Lockpick drin. Ich glaube, die Regeneration hält das auf. Ich dachte, jetzt könnte hier irgendwo atmen. Sieht aber nicht so aus. Ich bin zwar wieder fies wie immer. Und lad gerade noch einmal. So, ich weiß, wie lang das ist. Möchte ich mir natürlich das Lockpick schnappen, aber wir haben ja zwei Dinge, um uns hier den Atem zu verlängern. Und zwar haben wir unsere Aqualunge. Und zum anderen mache ich dann die Regeneration an. Sobald es nötig wird, sobald ich anfange, Schaden zu nehmen. Lockpick. Okay. Und weiter. Ja, so viel hilft die Aqualunge nicht, aber andererseits ist die ja auch erst auf Level 1. Vielleicht hätte ich doch mal was in Schwimmen investieren sollen, um jetzt hier schneller voranzukommen. So, Aqualunge aus, Regeneration an. Na, das ist ein Spaß. Naja, aber es funktioniert. Und wozu bin ich ein biologischer Mensch, wenn ich meine Sachen nicht einsetze? MG-12 has the cathedral locked down. If you can't get through one of the doors, you'll have to find another way. I'm not sure where the computer system is located. Okay, es ist absolut dunkel hier. Ich kann nicht sehr viel erkennen. Okay. Schauen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Karte. Werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Karte. Ich müsste jetzt hier in diesem an genau dieser Wand hier sein. Es ist alles in Lockdown, heißt es, aber ich will einfach mal außen rum gehen und mir hinten drum anschauen und die Monks Quarters auch versuchen. Das heißt, ich will jetzt nach links weg. Erstmal. Und ich speichere nochmal. Und natürlich ist da auch ein Bot. Zum Glück haben die Bots auch nur Augen wie Menschen, oder? Die sehen nur nach vorne. Also rechts sind die Monks Quarters. Und wie es aussieht, komme ich da hin? Oder auch nicht? Wir schauen uns da oben, wo es uns die Bots erlauben. Das sind jetzt schon viele Bots. Irgendwo sind Fortschritte. Vielleicht kann man auch irgendwie da hochspringen, wenn man die Sprungverbesserungen hätte. Schaut er mich gerade an oder schaut er weg? Oh, er hat mich angeschaut.
aber nicht gesehen. Sah nicht so aus, als gäbe es da einen Eingang. Ich mal gerade leises Sprinten an, um hier schneller vorbeizukommen. Dann müsste ich jetzt hier bei den Monks Quarters sein. Jawohl. Zwei Lockpicks. Okay. Aha. Jetzt haben uns doch die Augen schon mal was genützt. Ich habe doch die Fußschritte gehört, aber ich habe gesehen, dass da einer drinnen rummarschiert. A trellis. You could climb onto the roof and avoid the security. Never depend upon weapons and high tech when there is a simpler solution at hand. Oh, danke für die Belehrung, Kumpel. Danke für die Belehrung. Na gut, dann werde ich ja mal hochklettern. Ich glaube, die Kiste hier kann ich lassen. Das ist eine Waffenkiste, wird schon nichts drin sein für mich. Aber es ist schon verdammt dunkel. Ich weiß nicht, ob man auf YouTube überhaupt noch irgendwas sieht hier. Wenn ihr wollt, kann ich die Helligkeit vom Spiel ein bisschen hochschrauben. Also ich sehe auf meinem Monitor gerade relativ wenig, was auch daran liegt, dass es draußen relativ hell ist. Und das durch meine Jalousie durchkommt. Und alles ein bisschen schwieriger zu erkennen macht. Wenn ihr auf YouTube nichts sehen könnt, lasst es mich wissen. I see you are wrong, Mister. So. Das war der Well, aus dem wir rausgekommen sind. Wie kommt man da rüber? Wohl gar nicht. Und wohl über die anderen Gebäude dann. Die Frage ist, will ich jetzt da runter? Und sieht mich Gunther wirklich? Weil wenn ja, dann sollte ich vielleicht doch besser abhauen. Da kann ich drauf springen, oder? Das geht. Das ist ein guter Sprung. Ich weiß nicht, ob ich da durch die Decke durch will jetzt. Ich mach das einfach mal. Diesen Sprung hier. Who's there? Wo? Ein normaler Wächter. Oh. Sergeant, is that you? Yes. Wow. Okay. Das war ja einfach. Ein einziger Schuss und er ist umgekippt. Also wenn ich komplett ranziele mit dem Zielkreuz, scheinen die auf Anhieb zu sterben. Oder was ist zu sterben? Bewusstlos zu werden. Nein, was? Tot? Oh, das waren normale Darts. Oh nein, das kann ich nicht lassen. Ich kann hier niemand töten, das geht nicht. Did anybody else hear something? Das war nicht so erfolgreich. Ich will ihn eigentlich nur. Naja, ich ignoriere ihn jetzt einfach mal. So, das hat er auch nicht gehört. So. Wir brauchen ein paar Cells. Und gehe direkt hier hoch aufs Dach. Den kann man hier nämlich seitlich entlang. Und eigentlich ist mir der Typ ja vollkommen egal. Der schaut zum Fenster raus, soll er doch. Das hier könnte ein Fluchtweg sein später. Oh, ist verdammt dunkel hier. Aber ich kann auch einfach das hier anmachen. Oh. Oh, der hat mich gesehen. Natürlich. Hätte ich auch mal vorher checken können. Wie schalte ich den aus? Mit Tranquilizer Darts? Ich glaube schon. Nein, der kommt sogar hergelaufen. Ah, das sind zwei. Oh.
die Sache schwieriger. Gotcha. We're gonna need some reinforcements. Ja, das kriegen die alle mit. Das ist auch nicht so der Schleichansatz, den ich gerne hätte. Ich muss mir was Besseres einfallen lassen. Ich glaube, den da möchte ich so ausschalten. Wenn sein Kollege nicht hinschaut. Ah, der läuft da in das Gebäude rein. Ja, gehen wir erstmal auf die Treppe hier. Schalten wir erstmal den da aus. Nee, warum fliegt er denn immer? Furchtbar. Na, ja, dann fliegt er halt. Seine Sniper Rifle wird weggeworfen. Und dann schauen wir uns erstmal auf dem unteren Stockwerk um. Wir sind ja jetzt rein. Reingekommen. Bücher. Oh! Der Main Door Key. A good library, worth its weight in gold. Ich höre Fußschritte. Ist aber nicht von wo. Wahrscheinlich unter mir. Konnte ich aber jetzt durch die Wand nicht sehen. Ob hier irgendwelche Informationen drin sind zu irgendwelchen Codes nachher? Ich habe keine Lust, das alles zu lesen. Ich krieg keine Benachrichtigung oder so, also von daher lasse ich es jetzt auch mal rein. Einer? Hier steht A, zwei. Bandit, he's close. Nothing. I really have to get my sonics checked. Ihn erwischt, ist der andere ein Kinderspiel. Oh, der hat die doppelte Dosis gebraucht. Ich glaube, es bei dem hier auf Anhieb. Also es ist immer so auf Gürtelhöhe, wo es bei denen sofort klappt. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist doch mal was. Ja. Sidon's Vault, Fountain of Wisdom, Number and a Secret. Okay, wir haben eine Menge Codes. Ich denke, die sind alle in unserem Note-Tagebuch drin. Was bedeutet, ich werde sie mir diesmal nicht von Hand aufschreiben, weil es da einfach zu viele sind. Bücher, irgendwas über... Das soll also kirchliches Zeug sein. Ein Buch, mal wieder. Ah, First Secret, oh. Bla 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 bla. 4 sind besser als 2 und 8 sind besser als 4 und 16 sind noch besser. Bla. The First Secret. Also ich glaube, entweder gibt es hier ein ganz großes Puzzlespiel, Rätselspiel, bei dem man diese ganzen Dinger lesen muss und nachher irgendwie den Code daraus entziffern. Oder das ist alles nutzlos und ich verschwende einen Haufen Zeit. Deswegen werde ich abwarten, bis ich mir sicher bin, dass das ein Rätsel ist, bevor ich die Dinger gründlich lese. Ja, das war halt in die Monkwater-Tür hier. Wir haben eine Weapon Modification.
Das hier, Reload, können wir auf die Dartgun machen. Das hier können wir auf die Pistole nur machen. Das hier können wir auf gar nichts machen. Silencer, kann ich also auch direkt wegwerfen. Ich glaube nicht, dass ich immer... ich nehme es nochmal mit. Vielleicht habe ich noch irgendwann irgendwas, was ich silenzen will. Solange ich den Platz habe, kann ich es auch mitnehmen. Okay, das sind die Monk Quarter. Dann kann ich jetzt nach oben. Mich hier weiter umschauen. Hier ging es ja auch noch neben der Treppe geradeaus weiter. Immerhin wollen wir auch das Gold haben. Und runter geht's natürlich. Ich schau mal gerade hier raus. You're a small prowling mouse and dumb like a mouse. You keep coming like you forget about Etenavare. I remember Etenavare. I remember everyone. Ich habe das Gefühl, Gunther ist ein bisschen sauer auf uns. Kann ich nicht verstehen. Wir haben ihm noch gar nichts getan. Ist das hier über dem Tower? Sieht so aus. Okay, ich möchte da nicht runterspringen, da kann man auf die Treppe nehmen. Sieht aber sehr leer aus. Niemand hier. Braucht das verbesserte Vision Enhancement, dass ich durch Wände sehen kann auf weite Entfernung. Das wäre echt extrem super. No, you don't. Nothing. I really have to get my sonics checked. Hear that? I think we've got a bogey. Nope. The readings all over the scale. Listen, that's coming out of me. Okay, machen wir das doch gerade nochmal. Der hat mich kommen hören, weil ich so laut gelaufen bin. Versuchen abzupassen, sobald er sich umdreht und losläuft. Ich denke, das ist der einzige hier unten. Wunderbar, muss nur auf der richtigen Höhe zustechen. Das war aber noch ein anderer. Ich habe nochmal Schritte gehört. Once I knelt in this chapel for communion with two Rockefellers and a Rothschild. Since the time of the Crusades, every leader in finance has prayed for the continued stability of Templar banks, founded on gold. Okay, diese Tür kann ich aufschließen. Ich denke, das ist die Main Door. Ja. Schließen wir die gerade mal wieder ab. Nehmen wir uns mal noch eine Bioelectric Cell. Wir haben genug. Und speichern. Ich hätte gerne mal wieder was, wo ich meine Multitools einsetzen kann. Das gibt es gar nicht mehr so oft. Ich habe so viele, dass ich keine mehr mitnehmen kann. Lockpicks auch bald. Wahrscheinlich sind jetzt in den Kisten hier noch welche drin. Bioelectric Cells kann ich überhaupt gebrauchen. Das sind die besten Pickups gerade. Ich sehe keine Wachen durch die Tür. Okay, das ist für den Tower. Und da ist ein Wächter. Zum Glück sind diese Bots relativ blind. Sagte ich und werde wahrscheinlich gleich von einem erwischt.
Okay, dann sind wir jetzt im anderen Turm drüben. Auch hier könnte ich wieder runtergehen. Das habe ich natürlich jetzt. Nein, drüben ging es gar nicht in den Keller, oder? Ich glaube nicht. Ich werde erstmal mich oben umschauen. Höhere Schritte. Aber ich sehe niemanden. Die Treppe hierfür wieder runter. Oh Gott, es ist dunkel hier. Mysteriös. Ein Keypad, drei Tools. Okay, ich teste einfach alle Codes, die ich habe, und wenn ich keinen habe, dann klage ich das so. 1942, 0022 und zwei Secrets. Das war viel zu einfach. Und das könnte der Ort sein, wo das Gold versteckt ist. Was haben wir hier? Ja, was zum Bypassen. Juhu! Endlich! Ein Zweck für meine Tools. Diesmal freue ich mich, sie ausgeben zu dürfen. The gold. Wonderful. My people will take control when you move out. I believe you know Chad. I've given him control of an NSF platoon on loan to me from America. Okay. Das heißt, der Kerl kommt hier rein, nachdem wir weg sind? Ambrosia ist hier auch. Und ein Ladebord hier. This sword dates back to when the Templars managed the French treasury for Philip the Fair. They moved it here from the temple in Paris after the crackdown of 1307. The Nazis boxed it up for shipment to Berlin, but had to abandon the cathedral during the evacuation. Und hier können wir wahrscheinlich die Kameras ausmachen. Inzwischen finde ich auch, dass die Kameras es einem zu leicht machen, wenn man entdeckt wird, sich wieder zu verziehen. Oh, das stimmt nicht. Es gibt manche Stellen, wo sie wirklich, wirklich nervig sind. Es gibt manche Stellen, wo sie sehr, sehr leicht zu umgehen sind. Wie jetzt zum Beispiel hier gerade. Drei Kameras im Storage, alle aus. Wunderbar. Jetzt können wir uns ein bisschen freier hier umschauen. Sieht aber so aus, als hätten wir eh schon alles gefunden. Ich mache mal die Kisten auf. Oh. Das sind ja gute Kisten hier unten. Hier unten ist Gold, hier unten ist Ambrosia und hier unten ist ein wow, Rocket Launcher. Ups. Kamerate. War Absicht, war Absicht. Ich bin ein brutaler Killer, ein Mörder. Okay, und da unten ist ein Ladebot, das ist wundervoll. Dann schauen wir mal noch schnell, wo unsere Weapon Modifications rein können. Reload immer noch auf die Dartgun. Scope auf die Silenced Pistol. Das ist dann wohl, ja, achso, ja, macht Sinn. Das ist wieder so ein einfach auf den Wert drauf addiert. Und dann denke ich, haben wir hier alles erledigt. Dann mache ich gleich ein Safe Game und sehe euch in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.